Weil jeden, den ich gefragt habe, jeden einzelnen, hat immer gesagt, nö. Ich bin schon mit jemand in der Gruppe. Und das ist halt echt so ein Thema, wo ich mir halt denke, jedes Mal, wenn da irgendwie Gruppen da waren, habe ich mir gesagt, Alter, ich möchte nicht irgendwie mit einer Gruppe irgendwie jetzt was zusammen machen. Das war echt nicht meins. Natürlich muss man im Endeffekt einfach durch, ne? Was soll man halt machen, ne? Aber ja, es ist alles so ein schwieriges Thema halt, ne? So. Ja, aber genug davon erstmal erzählt. Ich guck mal ein bisschen weiter. Also, wenn du das Wort Wetter hörst, an was musst du sofort denken? Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also, wenn man das Wort Wetter hört, denke ich eigentlich an, ja, an Wetterphänomene halt, ne? Also Regen oder Sonne, eigentlich alles, was mit dem Wetter so zu tun hat, ne? Was man sich so ein bisschen zurechtreimen kann halt, ne? Ja, das war es eigentlich schon mit der Frage. So, was haben wir noch? Hast du Angst vor dem Klimawandel? Ich habe ja schon mal mit dem Klimawandel so ein bisschen drüber gesprochen, tatsächlich. In Videos, was ich davon halte und so und was quasi man tun müsste, um das halt wirklich perfekt zu stoppen. Und Angst vor dem Klimawandel, ja, der wird wahrscheinlich uns, der ist ja schon längst im Gange, der Klimawandel, und der wird uns auch treffen und der wird uns auch ganz schön wahrscheinlich zusetzen. Aber ich sag's halt mal so, klar, es ist vielleicht nicht allzu toll sowas. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier überhaupt, hab ich das gerade gemacht? Wenn man so quatscht, ne, dann vergisst man manchmal Sachen. So, okay, aber habe ich aber alles gemacht. Gut. Also Klimawandel hin oder her, ja, der wird wahrscheinlich existieren und der wird uns auch Probleme bereiten. Aber ich sag's mal so, also es nützt nichts, finde ich, sich darüber als große Angst oder Sorgen zu machen. So, ne? Er wird irgendwann kommen und er wird auch irgendwann Probleme machen, das ist klar. Aber sich darüber jetzt richtig große Gedanken und Sorgen zu machen, Gedanken, klar, kann man tun, ne? Das ist jetzt alles halb so wild. Aber sich da große Angst zu haben und Angstzustände zu haben, das ist dann schon so, ja, muss man, kann natürlich so ein bisschen Angst hat man natürlich, das ist immer so, aber sich jetzt davon so kaputt machen zu lassen und vergessen dabei sein Leben zu leben, ist dann vielleicht wieder ein bisschen was anderes, ne? Da sollte man vielleicht dann doch ein bisschen gucken, ob man nicht vielleicht eher sich mal ein bisschen zusammenreißt quasi oder sich Hilfe holt, ne? Das ist so eigentlich mein Gedankengang dazu. So, zack, zack, zack. Ja, hattest du jemals eine extreme Wetterbedingung erlebt? Ja, also ich muss ja sagen, hier in Deutschland sind wir ja relativ gut aufgestellt, muss ich sagen. Also wir haben hier echt nicht so das allerschlimmste Wetter oder die schlimmsten Katastrophen, die es auf der Welt gibt. Sowas. Hier ist es, finde ich, doch schon noch relativ ruhig. Ne? Es gibt Länder, das ist viel, viel schlimmer, wenn man mal bedenkt, mit ganzen Erdbeben und sowas alles. Ne? Das war oder ist halt echt, ist halt nicht ohne sowas. Ne? Und da muss ich ehrlich sagen, da sind wir hier halt einfach ziemlich gut aufgestellt, ne? Dass wir hier eine sichere Struktur haben. So, aber natürlich gibt es ja auch hier in Deutschland schon mal krasse Wetterphänomene. Hab ich auch letztens erst gehabt, da bin ich. Oh, ich habe vergessen zu verkabeln. Oh, jetzt habe ich sogar den weggerissen. Natürlich habe ich auch krasse Wetterphänomene. Da habe ich sogar gerade erst erlebt. Da war ich auf dem Weg zur Arbeit und alle meine Kollegen, die mich so auf dem Weg sehen, denken so: Ey, willst du nicht mitkommen? Ey, willst du nicht mitkommen? Da hat das so gestürmt bei uns. Da war es windig und einmal kam mir echt sogar echt ein Ast. Genau vor mir ist der quasi runtergefallen. Das war kein großer oder so, ein Glück nicht. Aber es war schon hart, ne? Da dachte ich mir so, das ist schon hart an der Grenze. Aber da kann ich nochmal von Glück reden, dass da halt nichts passiert ist, ne? Und da war es halt so windig. Und das ist eigentlich halt das krasseste Wetter, was ich halt jemals hatte, ne? So. Okay, wir haben jetzt das und das. Okay, ich gehe jetzt mal, warte mal, wir gehen mal kurz auf die andere Side auf Live hier und holen es mal hier, weil ich habe ja im jeden Bo, jeden, genau, habe ich nämlich andere drin. Und dann werde ich merken, wir uns alle holen und dann werden wir die andersrum anbringen. So und so. Dann werde ich quasi das so machen, dass ich jetzt, ich habe ja auf dieser einen Seite hier, auf der Seite mit Grau angefangen. Das werden wir jetzt auf der anderen Seite tun. So, da habe ich noch das letzte, das ist wieder grau, okay. Ich
Gut, dann gehe ich mal wieder zur ersten Kabine und baue mich da einfach durch. Beziehungsweise habe ich mit der ja noch durchgebaut, deswegen ist es ganz gut, dass. Achso, habe ich doch nicht mehr. Fangen wir quasi jetzt hier mit dem an. Ich musste gucken, wie war das aufgebaut. Ich habe. Okay, habe ich zwei und dann drei. Okay. Dann mache ich hier so. Zwei und dann hier kommt drei. Ne? So war das, glaube ich, aufgestellt. Dann füllen wir das hier alles so auf. Also krasse Wetterbedingungen gab es ja auf jeden Fall schon. Ich habe ja auch von den. Wir hatten auch früher hier ganz viele Überschwemmungen gehabt. Also da war das richtig, dass wir hier quasi. Wir hatten damals ja noch gar keinen Deich hier bei uns. Also ich wohne hier eher in einem kleineren Ort. Und da hatten wir noch gar keinen Deich gehabt, keine Schutzanlage. Und dann gab es 2006 war es, glaube ich, gab es ein richtig, richtig fettes Hochwasser, wo man sich schon ein bisschen an den Kopf gefasst hat, so, ne? Es war schon nicht ohne, ne? Da hat schon. Da war das schon ordentlich hoch, das Wasser, ne? Und da kam es dann irgendwann halt, dass wir quasi einen Deich hatten. Und mit dem Deich, der war aber auch schon einmal stark in Belastung. Der war richtig, das Wasser, ja, stand ziemlich weit hoch. Was man halt auch nicht mal eben, ja, so unbedingt sehen möchte, ne? Da war ich mit meinen Eltern draußen unterwegs und hab das noch gesehen, wie dieser Deich fast alles überflutet. Also das Wasser fast alles überflutet hat. Das war schon knapp. Also wenn man von krassen Wetterphänomenen spricht, bin ich nur so aufgestellt. Mehr habe ich von krassen Wetterphänomenen auch noch nicht gehabt. Aber das ist unterschiedlich halt. Ne? Mal hat man das so, mal hat man das so. So. Ja, da haben wir noch so krasse Wettervorhersagen. Also so Wettervorhersagen halt. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, früher, oder naja, was heißt früher, aber als ich mein S8 hatte, das Handy so, das ist schon jetzt, naja, als ich es noch relativ neu hatte, das ist schon 5, 6 Jahre her, da hatte ich, ja, das, oh, ups, kommst du, achso, da war die Wettervorhersage immer noch nicht ganz so gut, ne? Also da hat man, das ist auch heute eigentlich immer noch so, also man kann sich, finde ich, immer nicht so genau auf das Wetter verlassen, auf die Vorhersagen, weil manchmal steht da, ja, es soll nicht regnen, ne? Zum Beispiel, es wird am Abend gesagt, vorher, an dem Tag, es soll regnen, dann wachst du nächsten Morgen auf, guckst auf dein Handy, kein Regen. Dann gehst du raus und denkst du so, ja geil, es kommt ja kein Regen, dann brauchst du ja auch keinen Regenschirm mit. Bist du gerade draußen, 5 Minuten später, als du losgegangen bist und nichts mehr da hast, einen Regenschirm oder sonst was, boom, Regen. Denkst du so, toll, eben habt ihr noch angekündigt, es kommt keiner. Oder anderes Beispiel halt, ihr habt angekündigt, es kommt gar kein Regen und es kommt einer oder es kommt halt Regen. Oder steht halt ganz viel Regen da, aber es ist keiner da, ne? Und da stellt man sich die Frage, Leute, ihr habt hier angekündigt Regen ohne Ende, 100% Regenwahrscheinlichkeit und was kommt? Nichts. Also irgendwas ist da wohl falsch, oder? Wenn jetzt plötzlich doch kein Regen kommt, ne? Also, ja, Wettervorhersagen sollte man sich nie verlassen. Also wenn man, da sollte man sich immer so kleiden, dass man alles eigentlich dabei hat, was man halt benötigt, um halt quasi sagen zu können, ich bin ausgerüstet, ich habe alles dabei, ne? So, ja, dann machen wir einfach mal weiter. Geht immer noch ein bisschen mit Wetter weiter. Ich werde mal ein bisschen was anderes, glaube ich, machen. So, ja, das. Was war das? Hier hat gerade irgendwas Geräusch gemacht. Ich weiß aber nicht was. Okay. Naja, egal. Jedenfalls. Ja, mache ich jetzt mal ein paar andere Themen, weil das andere, was ich gerade noch hatte, war das alles nur Wetter und ich wollte noch ein bisschen was anderes machen. Zum Beispiel, was ist mein Lieblingsessen? Ja, also man könnte es natürlich ganz stumpf antworten mit Pizza. Das ist ja eigentlich eines der Lieblingsgerichte hier von uns Deutschen, dass wir halt richtig gerne Pizza essen. Ja, im Prinzip jeder isst gerne Pizza, ne? Also ich kenne niemanden, der eigentlich, oh, ich habe was vergessen. Der eigentlich keine Pizza isst. Okay, jetzt muss ich doch das mal kurz gucken. Also, ja, es gibt Pizza, es gibt viele Sachen, die ich mag. Kleiner Funfact noch mal am Rande, das kann ich noch so ein bisschen erzählen. Früher, als ich noch. Wo ist denn das Bild? Das Bild ist weg, warte. So.
Früher gab es bei mir immer nur eine Sache, als ich noch ein Kind war. Da haben mein Cousin und so damals haben sie mir gesagt, Alter, das ist dein Lebenselixier. Und ja, in gewisser Weise hat das auch halt auch gestimmt. Also ich habe wirklich früher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Fleischwurst von Gutfried. Glaube ich, ist das. Die ist so ultra lecker. Die esse ich heute sogar immer noch. Das ist einfach das Allerbeste, was man essen kann. Ich esse das so gerne. Und das ist einfach köstlich. Und das war früher mein Lebenselixier, quasi. Also, naja, was heißt Lebenselixier? Aber ich habe das halt immer gegessen, ne? Egal, ob wir was anderes hatten. Es hat einfach, ich habe es einfach immer wieder gegessen. Ich konnte nicht aufhören, das zu essen. So, jetzt muss ich nur kurz überlegen. Ich habe das Glas, ich habe das. Das tauschen wir nochmal um. Nicht so, sondern so. Mit dem Knopf und dann setzen wir das, dann setzen wir den Kessel, dann setzen wir das Wasser, dann machen wir das. Das haben wir ja schon hier. Und dann mache ich nochmal das und das. Dann haben wir schon mal den ersten Step. Da kommt auch eine Blume rein, genau. So, okay. Haben wir das einmal. Das ist quasi der erste Step. Also früher gab es bei mir echt immer nur Toast mit Salami und Fleischwurst. Das war quasi immer das, was ich halt quasi gegessen habe und das mochte ich einfach. Ob es jetzt gesund war und so, sei mal so dahingestellt, ne? war es natürlich nicht, das ist mir natürlich auch klar und ich würde sowas auf jeden Fall heute nicht mehr tun. Aber damals war es einfach so, ne? Es hat einfach geschmeckt und es hat auch niemand dagegen was gesagt, also habe ich einfach gedacht, okay, dann mache ich das einfach weiter, wird schon irgendwie schief gehen. Mittlerweile ist das natürlich alles ganz umgestellt, ne? Also mittlerweile versuche ich mich auch viel gesünder zu ernähren und ja, ein bisschen auch mal an die Nachhaltigkeit von dir selbst und auch an die Umwelt zu denken und an andere Lebewesen. Okay, ich bin lost. Egal, ihr wisst irgendwie, was ich meine. Genau, das ist halt ja so ein Punkt gewesen, wo ich halt sagte, okay, vielleicht solltest du doch mal ein bisschen was ändern. Besonders jetzt, wo man halt so erwachsener wird und ja, halt auch irgendwann älter wird und so. Und da muss man sowieso für jemanden drauf achten. Wenn man so ein bisschen älter wird, dann sollte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr drauf achten, was man zu sich nimmt. Weil das im Alter halt einfach nicht besser wird, ne? Und genau, da habe ich halt irgendwann dann angefangen, das alles umzustellen und ja, halt einfach umzustellen und andere Sachen zu probieren, ne? So ein bisschen, das hat auch damals alles angefangen, sogar auch mit den Klassenfahrten. Als ich die ersten Male auf Klassenfahrten gegangen bin, jedes Mal, wenn ich auch von der Klassenfahrt wiederkam, habe ich was Neues gegessen. Weil es halt immer da was gab. Und ich sag so, jetzt musst du das aber auch probieren. Und dann heißt es probiert und dann, hey, schmeckt dir voll lecker. Zum Beispiel damals hatte ich gar keinen Appetit auf Spaghetti Carbonara. Ich mochte damals kein Spaghetti Carbonara. Fragt mich nicht warum, ich mochte es einfach nicht. Aber jetzt ist das halt so ganz anders, ne? Jetzt auf einmal schmeckt das halt lecker und ja, es schmeckt halt einfach. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir jetzt sage, hey, ist doch cool, ne? Und so ging das dann halt einfach immer weiter, ne? Das ist schon interessant und auch komisch und ein bisschen verrückt auch, aber so war's. Ne? Oh, ich habe da verschiedene Pflanzen reingetan. Okay, warte mal. Naturprodukte. Dann nehmen wir auf jeden Fall die und nehmen wir mal die und die und die. Nehmen wir mal die vier. Dann und danach müssen wir noch die Schubladen hier quasi setzen. Das soll nicht quasi Schubladen darstellen. Das soll so ein bisschen als Detail dastehen, so weißt du? Damit das nicht alles so still und ruhig da ist. Das soll schon ein bisschen auch noch was aussehen hier, ne? So, zack, zack. So, wo war ich jetzt? Achso, die hatte ich schon. Machen wir mal so, 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 so und so. Und dann bauen wir hier mal wieder zu. Kann ich ja wieder aufmachen, wenn ich daran muss. So, machen wir hier wieder zu. Wo war ich jetzt? Habe ich mich so ins Konzept gebracht? Genau, ich habe früher ja immer nur eine Sache gegessen. Genau, dann habe ich das umgestellt. Habe mich anders ernährt, gesünder ernährt. Genau, jedes Mal, wenn ich auf Klassenfahrt wiederkam, habe ich irgendwie gefühlt immer wieder was Neues gegessen. Das war immer wieder anders halt, ne? Und das war eigentlich echt cool. Genau, also Lieblingsessen. Ich habe eigentlich viele Lieblingsgerichte. Also es gibt Currywurst, es gibt
natürlich Fleisch, schön in so einer Sahnesoße oder so, mit Ei noch oben drauf oder. Ja, es gibt viele Sachen, die man gerne isst, ne? Ob es jetzt richtig alles so richtig fette, gesunde Sachen sind, sei mal so dahingestellt, ne? Natürlich isst man auch mal ungesunde Sachen, ne? Das, da muss man sich aber auch nicht für schämen, ne? Das ist halt einfach so drin, ne? Also, da muss man sich wirklich nicht für schämen. So, ich weiß noch nicht, was ich das überall gemacht habe hier. Wenn man so viel quatscht, ne? Dass man manchmal ganz schön vergesslich, weil man so auf Quatschen konzentriert ist und manchmal gefühlt alles vergisst. So. Okay, jetzt gehe ich nochmal wieder. Das kann ich auch mir hier holen, glaube ich. Dazu brauche ich den. Nein, nicht den Leuchtrahmen. Den. Farbige Blöcke brauche ich. Einmal den Teppich. Da. Und. Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Ich brauche noch. Hallo? Ein Schild brauche ich noch, genau, da. Glaube ich. Hallo? Da. Nee, hier. So. Jetzt habe ich alles. Okay. So. Dann, was haben wir denn noch so für Fragen? Was ist deiner Meinung nach das beste Restaurant in deiner Stadt? Das beste Restaurant in meiner Stadt? Also, ich bestelle mir manchmal hier Sachen. Online quasi so, wenn ich mal Bock auf was anderes habe, ne? Also nicht meine eigenen Sachen hier zu Hause. Also ich bin jetzt nicht so einer, der groß kocht. Ne? Also zumindest noch nicht. Wahrscheinlich irgendwann in Zukunft, wenn ich so ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich mir mal ein bisschen gucken, ob ich irgendwas da machen kann, was ja so ein bisschen, ja, ein bisschen einfacher oder naja, was heißt einfacher, aber gut wird halt, ne? Ist natürlich dann so immer so ein bisschen so, ja, muss man halt gucken, ne? Genau, aber früher habe ich halt. Ach, ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Genau, ich war bei. Genau, das beste Restaurant in meiner Stadt, genau. Und ich bestelle ja manchmal was und es gibt viele bei uns. Also, unsere Stadt ist eine Einwohner mit ungefähr 10. Ist mit 10.000 Einwohnern ungefähr gerade so eine Stadt quasi. Die ist auch. Die wächst ja auch momentan, also die wird schon ein bisschen größer jetzt. Mal gucken, was die Zukunft noch bringt hier, ne? Und ja, es ist halt einfach mal, ja, es gibt hier schon viele schöne Sachen und viele Sachen, wo man sich halt denkt, jo, das ist gut, das kann man essen oder, ja, ja, es gibt Döner bei uns, es gibt, boah, also ich kann eigentlich echt gar nicht sagen, was mein Lieblingsrestaurant ist, ich habe eigentlich mehrere hier, genau, aber hattet ihr das mal gehabt? Also ich hätte echt nicht gedacht, dass mir sowas mal passiert, wenn man so ein Essen gegessen hat und man findet einfach ein Plastikteil im Essen oder irgendwas, was da nicht reingehört, zum Beispiel ein Haar oder ganz vielleicht ein Fingernagel oder irgendwie sowas, ne? Das sind so Momente, wo man sich dann halt doch fragt, ne? Da gehen die Meinungen auseinander, ne? Da wo man sich halt, ja, ne, da ist man so ein bisschen, ja. Manche Sachen sind halt so, manche Sachen sind halt so und manche Sachen will man am besten gar nicht haben, ne? Und dann, das war halt echt ein Schock für mich. Und das Fieseste daran, das war eine Lasagne, glaube ich, die ich mir geholt habe quasi. Und die war halt quasi auch, die Soße quasi, die da rum war quasi orange. Und das Teil, jetzt kommt es nämlich, was da drin war halt auch orange. Das habe ich quasi fast gar nicht gesehen. Also ich hätte es theoretisch gesehen auch verschlucken können. Und das muss man sich halt mal reinziehen, ne? Ich hätte das einfach verschlucken können. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Also wirklich nicht. Und ich sehe auch gerade, ich habe hier Lampen unter angebracht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die auf der anderen Seite auch habe. Sonst muss ich das nochmal nachholen. Ja, das ist ja echt ein Schockmoment gewesen, ne? Da, man denkt sich so nichts und isst da so sein Essen und auf einmal hat man was zu essen. Im Essen, genau, macht Sinn. Auf einmal hat man, ja, ein Plastikteil im Essen, was man eigentlich gar nicht haben wollte. Und das kann ich so machen und so. Ja, also, das war ein Schockmoment für mich. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich mit meinem Vater, meiner Schwester, meiner Bruder mal essen war. Ich habe gedacht, ich esse ja total gerne Tortellini. Das ist richtig lecker. Deswegen habe ich mir gedacht, jo, holt sie das mal. Und dann war das so eine richtig, richtig kleine Mini-Portion. Und ich bin jetzt so einer, ich
muss schon so ein bisschen mehr essen, ne? Weil ich auch viel Sport treibe und sowas alles. Und in einem jungen Alter, wenn man jünger ist, muss man sowieso noch mehr essen als quasi alle anderen. Und das war halt so, dass ich mir so, Leute, ich bin hier, um was zu essen und ihr gebt mir so ein Mini-Ding zu essen. Also ein bisschen mehr brauche ich dann schon. Und dann habe ich quasi noch was von meinen Geschwistern abbekommen, bei denen haben mir quasi auch noch was angeboten, was ich dann essen kann. Und da dachte ich mir, und dann habe ich nochmal die Kellnerin, also sie hat mich schon angeguckt, sag mal, jetzt isst er noch von seinen Kollegen da, ne? Oder von seinen Mitmenschen, die dabei saßen, noch Wasser, ne? Hat mir auch schon total komisch angeguckt, die Kellnerin, ne? Und dann